Gut, dann willkommen zum ESB-Tutorium, heute mit Aufgabenblatt 5. Und wir werden uns wieder sehr viel mit Gleitkommazahlen beschäftigen. In der ersten Aufgabe geht es ein wenig darum, dass ihr verschiedene arithmetische Operationen mit Gleitkommazahlen machen sollt. Und ja, würde ich sagen, steigen wir da ein. Und suchen wir uns mal eine etwas einfachere Aufgabe und nehmen einmal folgende zwei Zahlen, um sie erstmal zu addieren und danach noch die anderen Operationen zu machen. So, wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, dann seht ihr ja auch, dass diese Schreibweise hier euch hoffentlich noch bekannt vorkommt. Die Zahlen in Aufgabe 5.1 sind wieder angegeben in IEEE 754 Schreibweise. Das heißt, was haben wir hier? Direkt in diesem ersten Block bis zu dem ersten Trenner. Das Vorzeichen, genau. Dann kommt als nächstes der Exponent und das letzte. Die Mantisse. Genau, richtig. Gut. Das habt ihr euch ja noch mal, habt ihr euch ja schon gut merken können. Genau, das ist eben die Schreibweise und da müssen wir auch jetzt auch darauf achten, dass wir am Ende unserer Berechnung in Aufgabe 5.1 auch wieder in IEEE 754 das Ganze haben sollen. Das heißt, wir müssen auch vor allem daran denken, dass wir eben den Exponenten haben, der in Exzessdarstellung ist. Und auch, dass unsere Mantisse normalisiert ist. Ne, zur Erinnerung, normalisiert heißt, dass wir 1, irgendwas haben und diese 1, weglassen dürfen. Gut, wenn wir jetzt damit anfangen wollen, das Ganze zu berechnen mit a plus b, dann lohnt es sich vielleicht erstmal zu überlegen, was steckt eigentlich jetzt für eine Zahl dahinter, die wir hier haben. Also, ich hatte ja schon gesagt, wir haben eine Mantisse, die normalisiert ist. Das heißt, das ist ja eigentlich die Zahl 1,0100 mal 2 hoch. Und jetzt müsste man hier einmal durchrechnen. Na, wir wissen oder wir erinnern uns vielleicht, wenn wir achtstellig sind und ganz vorne 1 ist, das ist dann die 128 plus 3 dazu. Das heißt, wir sind bei 131. Und da das in Exzess 127 darstellen muss, der Exponent minus 127. Das wäre also die Zahl, die hinter a dahinter steckt. Die Zahl hinter b, da ist die Mantisse nochmal etwas einfacher. Und ansonsten müssen wir hier einmal gucken. Der Exponent, der ist in dem Fall ein kleiner. Das heißt, das wäre 130 minus 127. Das heißt, im oberen Fall haben wir den Exponenten von 4, im unteren den Exponenten von 3. Und wenn wir jetzt das Ganze berechnen wollen, die Addition zu machen, was wäre der erste Schritt? Was glaubt ihr, was wir machen müssen? Könnt ihr das schon sagen? Wir haben zwei Gleitkommazahlen. Vielleicht müssen wir das, oder es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man mit etwas umgeht, aber ein ganz gutes Vorgehen häufig ist, das so ein bisschen klein zu teilen. Und ich sagte eben schon, wir haben zwei unterschiedliche Exponenten. Können wir Gleitkomma-Addition machen mit unterschiedlichen Exponenten? Wenn ich schon so frage, ist die Antwort wahrscheinlich vorweggegeben. Nein, das können wir nicht. Wir müssen als erstes den Exponenten angleichen. Was heißt jetzt Exponenten angleichen? Könnt ihr mir das sagen?
eine Idee, wie ich den Exponenten angleiche oder wo ich den Exponenten angleiche. Was mache ich da? Erinnert ihr noch, dass wir letzte Woche manchmal Kommas da verschoben haben? Genau, eine der Zahlen das Komma wieder verschieben. Genau, dass der Exponent gleich ist. Am einfachsten ist es meistens, die kleinere Zahl zu nehmen. Das reduziert das Risiko, dass wir die Genauigkeit verlieren. Dann, wenn wir die größere Zahl verschieben, dann könnte es sein, dass wir irgendwie plötzlich eine Stelle haben, die nicht mehr ganz passt. Das heißt, wir würden jetzt hier die kleinere nehmen, das ist das b, weil das war ja nur 2 hoch 3. Verschieben das Komma. Ich will den Exponenten angleichen. Das heißt, statt 2 hoch 3 brauche ich 2 hoch 4. In welche Richtung schiebe ich das Komma? Schauen wir mal. Also, ich will das Komma schieben. 2 hoch 4 heißt ja, dass ich im Endeffekt mit einer viel größeren Zahl das Ganze multipliziere. Das heißt, meine Zahl vorher, die ich da vor der Multiplikation stehen habe, damit ich den Wert nicht ändere, muss kleiner werden. Das heißt, ich muss das Komma nach links verschieben. Ne, weil ich jetzt ja nicht nur mit mal 2 hoch 3 das Ganze mache, sondern nach dem mal 2 hoch 3 nochmal mal 2. Und damit der Wert sich nicht ändert, deswegen die andere Zahl kleiner an der Stelle. Dabei sehe ich auch schon, dass jetzt hier zum Beispiel meine Zahlen etwas, also meine Nachkommastellen, dass ich jetzt dann dadurch jetzt plötzlich schon 5 Nachkommastellen habe. Das ist etwas, was auf jeden Fall eben auch beachtet werden muss, wenn wir arithmetische Operationen mit Gleitkommazahlen machen, dass wir dann ja auch gucken müssen, wie viele Kommastellen sind dann vielleicht sinnvoll. Habe ich eventuell sogar Probleme, habe ich eventuell sogar Probleme, dass das ja, dass ich nicht alle Werte irgendwie aufnehmen kann. So, ich höre hier gerade, dass ihr irgendwie vom Sound das gerade nicht optimal hört. Das ist ja ungünstig. Könnt ihr einmal schreiben, ganz genau, was euer Soundproblem ist? Weil das ist mir natürlich wichtig, dass wir das erstmal kurz fixen, bevor wir weitermachen. Es kommt abgehackt rüber. Okay. Hat gestern. Lass mich mal kurz checken. Ja, da an der Stecker war vielleicht ein bisschen lose. Ist das besser oder ist das immer noch schlecht? Okay. Gut. Ich kann noch mal eine andere Sache probieren. So, hört ihr hierüber das Mikro besser? Auch noch abgehackt. Dann liegt es an meinem Soundkonverter. Oder an meinem Internet.
Brauche ich noch mal eine halbe Minute. So, jetzt nochmal alles ganz an anderer Stelle eingesteckt. Okay, das hat's jetzt geholfen. Dann einmal zur Transparenz, allerdings auch der Hinweis für die jetzt Anwesenden, dass wenn ihr jetzt was sagen solltet, das auch mit aufgezeichnet wird in der Aufzeichnung wäre, weil ich jetzt gerade das nicht mehr sauber so einfach trennen kann. Also es wäre wahrscheinlich dann immer noch leise, aber das würde mein Headset eben mit aufnehmen, wenn jemand was sagt. Das andere, warum das andere Mikro gerade nicht mehr so richtig will oder das, oder vielleicht auch der Soundkartenadapter, das ja, checke ich dann zur nächsten Woche. Hoffe, dass es dann wieder besser geht. Genau, danke für den Hinweis. Genau deswegen, na, das ist ja das Gute, dass ihr, wenn ihr darauf achtet, dann können wir sowas dann gleich klären. Zurück zu unserer eigentlichen Aufgabe, nämlich dem Thema Addition von Gleitkommazahlen. So, wir hatten unsere Zahlen angeglichen. Dann, was würden wir wohl als nächstes machen? So, jetzt können wir an sich addieren, genau. Das heißt, wir haben einmal die Mantisse von der oberen Zahl plus die Mantisse von der unteren Zahl, also von a und von b. Haben ein kleines nettes Ergebnis. Gut, jetzt haben wir die Mantissen addiert. Was würden wir als nächstes machen? Exponenten wurden angeglichen, Mantissen sind addiert. Wir müssen am Ende das Ganze wieder angeben nach IEEE 754. Schauen wir mal in den Aufgabentext. Das ist ja das, was meistens irgendwie so hilft. Was haben wir denn da häufig? Was sehen wir oder was erinnert, woran erinnern wir uns? Wir haben irgendwie ja auch nur eine gewisse Anzahl an Stellen für unsere Mantisse. Das ist ja
Wie viele Stellen sind das jetzt bei dem Beispiel, was wir rechnen? Wie lang darf unsere Mantisse sein? Ja, also in der Hausaufgabe 8, richtig, genau. Für unser kleines Beispiel ist es 4. Und unsere Mantisse oder beziehungsweise die Nachkommastellen der Mantisse, dann ist irgendwie 5 Zahlen. Das ist ja ungünstig. Das heißt, was wir machen müssen, ist, bevor wir das Ergebnis angeben, das Ganze auch nochmal zu runden. Es gibt allerdings noch einen anderen Punkt. Was wäre, wenn ich eine Zahl hätte, die folgendermaßen aussehen würde? Könnte ich die auch schon einfach so eintragen? Was wäre, wenn das jetzt das rechte, diese 10,10001 unser Ergebnis gewesen wäre? Gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden Zahlen. Genau, bei der rechten müssen wir das Komma auch wieder verschieben, weil es nicht normalisiert wäre. Ne? Also die rechte hätte man zum Beispiel dann dahin normalisiert. Und müsste dann natürlich auch daran denken, dass man den Exponenten in dem Fall dann noch also dann entsprechend wieder mit anpasst. Also, normalerweise würden wir sagen, beim Mantissen addieren, das sage ich dann drittens hier, nach dem Mantissen addieren würden wir das Ganze normalisieren. Entfällt hier aber, weil das schon pa passt und eine normalisierte Zahl ist. Aber was wir machen müssen, ist, dass wir das Ganze runden. In dem Fall ist es relativ einfach auf 4 Stellen. Wenn hier natürlich viel mehr Stellen werden, muss man bei sowas auch immer im Blick behalten, ob man eventuell Genauigkeit verliert. Also wenn das jetzt hier nicht quasi jetzt die Null wäre, die weggefallen wäre, sondern irgendwie vielleicht sogar was Längeres mit mehreren Einsen und Nullen, muss einem immer bewusst sein, dass bei der Rundung natürlich Genauigkeit verloren geht. Ja, und als letztes machen wir die Angabe des Ergebnisses nach IEEE 754. Das heißt, wir würden hier einmal auf das Vorzeichen gucken. Wir haben zwei positive Zahlen addiert, das macht es etwas einfacher sowieso. Dann unseren Exponenten, den haben wir ja auf den Exponenten von a angepasst und die Stellen unserer Mantisse. Wenn ihr jetzt genau auf die Hausaufgabe guckt, dann werdet ihr sehen, dass ihr, oder hoffentlich werdet ihr dann sehen, dass eine der beiden Zahlen negativ ist. Was das Ganze ja mit negativen Zahlen dann betrifft, bei Additionen oder Subtraktionswerten, denkt daran, dass wir gelernt haben, wie man letzte Woche, vorletzte Woche glaube ich auch schon, also auf jeden Fall letzte Woche mit Zweierkomplement zum Beispiel auch geguckt haben, dass man damit auch Subtraktionen ersetzen kann. Und dass wir bei dem Ganzen eben darauf achten müssten, allerdings auch, wenn wir eine Rechnung durchführen, dass wir immer genug Stellen haben, wo wir was erkennen können. Wo wir erkennen können, ob wir irgendwie einen Überlauf haben oder ob wir keinen Überlauf haben. Also es lohnt sich dann nochmal zu überlegen, ob sowas wie hier mit unserem Mantissen addieren, ob das dann quasi schon reicht. Eine Vorkommastelle und 4 bzw. 5 Nachkommastellen. Oder ob wir da mit mehr Kommastellen rechnen würden. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch da nochmal mitgeben möchte. Genau, ansonsten haben wir als nächstes sowieso einmal eine Subtraktion vor uns. Nämlich die gleichen Zahlen, die wir eben hatten. Nur jetzt eben eine Subtraktion. Und jetzt habe ich, glaube ich, eigentlich schon wieder viel zu viel verraten. Wobei wir können es hier auch, also hier können wir es sogar noch von der Einfachheit halber sehr simpel machen.
um jetzt mal ein bisschen die Zeit wieder aufzuholen. Also, bei einer ganz normalen Subtraktion gilt das Ähnliche wie eben, dass wir den Exponenten angleichen. Und das heißt, das wäre hier. Wenn wir unser b haben, das auf 2 hoch 4 anpassen. Und dann statt Matrizen zu addieren, würden wir subtrahieren. So, und das können wir jetzt halt eben, wenn es einfach ist, ganz normal machen. Schriftliches Subtrahieren, wie wir es kennen. Das heißt, wir nehmen eine Zahl, ziehen die andere davon ab. Oder aber wir addieren das Zweierkomplement. Das wäre die andere Alternative. Ich muss den Übertrag mal hier ein bisschen zusammenschreiben, sonst passt das hier nicht. Wobei, haben wir einen Übertrag? Wir haben gar keinen Übertrag. Umso einfacher. Nee. Seht ihr? Ich komme mich selber schon durch. Durcheinander. Zu viel mit zwei Komplimenten gerechnet. Also, natürlich haben wir einen Übertrag, weil wir brauchen hier die geborgte 1, um diese 1 abzuziehen. So, das heißt, 0,1100 ist dann das Ergebnis unserer Rechnung. Dann hätten wir den Schritt, den wir eben gerade ausgelassen haben, den müssen wir hier noch einmal tun. Nämlich genau das mit dem Normalisieren. Das heißt, wir schieben das Komma eine nach rechts. Das heißt, unser Exponent muss dann wieder kleiner werden. Ja, wir haben oben haben wir das Komma 1 nach links geschoben. Exponent wird größer. Jetzt schieben wir das Komma 1 nach rechts. Exponent wird kleiner. Also 1,100 mal 2 hoch. Im Endeffekt wieder 2 hoch 3, beziehungsweise in Dualdarstellung. Wieder der hier, also das, was vorher die 3 auch mal bei b war. Dafür brauchen wir jetzt in dem Fall nicht mehr runden. Wir sind schon kürzer als das, was wir überhaupt dürfen. Im Endeffekt müssen wir daran denken, dass wir dann mit Nullen sogar auffüllen unser Ergebnis. Ist jetzt aber also reiner Zufall für unsere gewählten Zahlen. Und dann als letztes die Angabe in IEEE 754. Okay, soweit hoffentlich mitgekommen. Das ist gerade mal ein bisschen schneller durchgerannt, weil es fast das gleiche ist eben wie irgendwie bei der Addition. Wie gesagt, wir könnten auch hier statt dem minus 0,1000 auch gucken, dass wir mit dem Zweierkomplement rechnen würden und das addieren, das wäre einer Komplement. Und das hieße, das wäre das Zweierkomplement. Jetzt stellen wir fest, dass wir hier so ein bisschen das Problem hätten. Hier die Zahl da auch mal rüber.
Also wenn wir mit Zweierkomplement rechnen, dann erinnert ihr euch so an diese Bitmuster, die wir letzte Woche interpretiert haben, wo wir mal gesagt haben, dass eine 1 vorne uns hilft zu erkennen, dass eine Zahl im Zweierkomplement ist. Jetzt hätten wir das Problem, jetzt haben wir hier eine Zahl, die eigentlich positiv ist. Und das zweite ist unser Zweierkomplement. Das heißt, hier würden wir am ehesten mit einer Art Schutzstelle arbeiten, sodass wir sagen, wir fügen hier eine Vorkommastelle dazu. Und wenn wir bei der 0,1000 eine Vorkommastelle einfügen würden, wäre das ja hier ursprünglich eine 0, die dann auch geflippt wäre, sodass wir hier dann bei 11,1000 sind. Also das ist ja immer noch das gleiche, vom Wert her das gleiche Zweierkomplement. Ja. Nur, dass wir jetzt dadurch, dass wir so eine Stelle mit eingefügt haben als Schutz für das Ganze, erkennen können am ersten Bit, ob eine positive Zahl vorliegt oder ob eine negative Zahl vorliegt. Das ist so ein bisschen die Idee an der Stelle dahinter. Würden jetzt die ganze Berechnung durchführen. Und das heißt, wir kämen auf. So, die Stellen hinterm Komma sind noch einfach. 1,10. Dann haben wir eine 0 hier vorne mit dem Übertrag 1. 0 hier vorne mit dem Übertrag 1 und nochmal eine 1. Achso, das geht eigentlich eine Zeile tiefer. Na, ich habe den Übertrag hier gerade einmal rausgekürzt. So, und wir erinnern uns daran, was wir bei der Berechnung mit Zweierkomplementzahlen hatten. Wenn wir quasi unsere Berechnung durchführen und am Ende noch eine Stelle davor haben, also in dem Fall hier die 1, dann wissen wir, dass der Rest, also durch den Überlauf können wir sagen, dass der Rest für uns eine normale Zahl ist, die positiv ist in dem Ganzen. Ein positives Ergebnis, was wir nicht noch einmal umwandeln müssen. Und wir sehen, das ist auch das gleiche wie vorne, nur dass wir noch unsere Schutzstelle davor haben, die wir dann natürlich wieder rausnehmen müssten. In dem Schritt, wenn wir hier Normalisierung und Rundung machen. Also für Subtraktion die Möglichkeit eben auch ja, mit dem Zweierkomplement zu rechnen. Beziehungsweise, wenn eine der beiden Zahlen negativ ist, dann muss man das gegebenenfalls schon bei der Addition auch mit berücksichtigen. Ein wenig spannender wird das ganze Thema, wenn wir, und dann dürft ihr auch gleich wieder ein bisschen mehr mitraten, mitmachen oder mit dazu sagen, wenn wir eine Multiplikation haben. Wir haben unsere gleichen Zahlen. Wir multiplizieren das Ganze. Und welche Schritte führen wir an der Stelle durch? Was müssen wir bei einer Multiplikation berücksichtigen, machen? Was fällt euch dazu ein? Was würdet ihr denn, wenn wir zwei Dezimalzahlen nehmen, was würdet ihr denn da überlegen, wenn wir da eine Multiplikation machen, worauf wir achten müssten? Vielleicht ist es hier ein wenig zu einfach, weil es hier nicht auffällt, aber in der Hausaufgabe habt ihr das, da gibt es auch einen kleinen Unterschied wieder.
Es macht ja, wenn ich im Dezimalsystem unterwegs bin, einen Unterschied, ob ich rechne 6 mal 7, 6 mal minus 7, 7 mal minus 6 oder minus 6 mal minus 7, oder? Genau das Gleiche haben wir hier. Also müssen wir hier auf eine Sache gucken. Das sollten wir relativ früh machen. Nämlich das Vorzeichen. So, was meint ihr denn, was kommt da raus, wenn wir zwei positive Zahlen haben, die wir multiplizieren? Genau, da kommt wieder eine positive raus. Was wir auch haben können, ist ja, wir haben eine positive und eine negative Zahl. Richtig, das ist genau wie im normalen Dezimalsystem mit Multiplikation, kommt dann eine negative raus. Also dieses schöne Plus mal Minus ergibt Minus. Und der dritte Fall, den wir haben können, ist dann natürlich Minus mal Minus. Und das ist auch wieder wie im Dezimalsystem, dass dann eine positive Zahl rauskommt. Für unser Beispiel hier jetzt einfach. Unser Vorzeichen ist 0. Wir haben zwei positive Zahlen. Trotz allem ist es wichtig, dass wir da einmal drauf gucken. Weil das halt nicht im Rahmen der Rechnung unbedingt rauskommt, sondern weil wir das vorher einmal uns anschauen sollten. So, was haben wir noch gehabt? Wir haben uns sonst noch mit Mantissen und Exponenten beschäftigt. Das Schöne ist, bei der Multiplikation müssen wir nicht irgendwie vorher den Exponenten angleichen, sondern wir können direkte Rechnungen durchführen. In dem Fall können wir als erstes uns die Mantissen angucken und die multiplizieren. Das heißt, wir haben unsere 1,0100 mal 1,0000 ist jetzt für das Beispiel relativ einfach zu rechnen. Denkt daran, dass wir sonst ja auch die schriftliche Multiplikation letztes Mal, meine ich, auch einmal durchgesprochen hatten im Dualsystem. Also wenn das jetzt nicht einfach quasi eigentlich nur eine Multiplikation mit 1 wäre, sondern mit mehreren Werten, dass wir dann ja anfangen würden, das untereinander zu aufzuführen, nur halt eben jeweils dann auch um die entsprechenden Stellen versetzt, wo dann die nächste 1 wäre. So. Das müsste man dann halt eben natürlich schauen. Hier jetzt gerade etwas einfach für uns. Nach einer Multiplikation müssen wir einmal gucken, ob wir noch eine normalisierte Zahl vorliegen haben. Ist hier etwas einfacher. Entfällt gerade mal in diesem Beispiel. Und damit bleiben uns noch die Exponenten. Was meint ihr, was müssen wir jetzt mit den Exponenten machen, um die Multiplikation durchzuführen? Was könnten wir machen? Ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten. Einfach mal ein Vorschlag. Ah, da kommt schon so aus dem Kopf vorgekramt. Gar nicht mal so schlecht. Addiert man dir nicht die Frage? Ja. Genau das ist nämlich richtig. Sehr gut. Wir müssen die Exponenten addieren. Und das heißt, wir nehmen unseren Exponenten von a plus den Exponenten von b.
Addieren das Ganze. Und wenn ich mir nicht verrechnet habe, kommen wir auf folgenden Wert. Das ist jetzt irgendwie ein wenig länger, als was wir vorher hatten. Passt also noch nicht in unsere iTriple i754 Darstellung. Das könnte verschiedene Gründe natürlich haben. Warum sind wir nicht nach einer einfachen Addition hier gerade fertig? Überlegt mal, wie setzt sich bei IEEE 754 der Exponent zusammen? Und was haben wir dadurch eventuell implizit gerade auch gemacht, obwohl wir eigentlich nur die Exponenten addieren wollten? Überlegt einmal ganz gut, in welcher Schreibweise die Exponenten stehen. Richtig, sehr gut. Wir haben die Exponenten in IEEE, genau, wir haben die Exponenten in Access 127 Schreibweise. Das heißt, wir haben gerade Access 127 Verschiebung plus Exponent addiert mit nochmal der Access 127 Addierung. Plus den Exponenten. Das heißt, wir haben die beiden Exponenten addiert, aber wir haben auch zweimal die Access 127 Verschiebung drin. Und genau schon richtig gesagt, wir müssen deswegen nochmal 127 abziehen. Gucken, wo ich das jetzt am besten mache. Das reicht, glaube ich, hoffentlich vom Platz. So, also das heißt, wir ziehen 127 ab. Können wir uns natürlich auch überlegen, 127 abziehen ist wieder etwas anstrengend. Können wir machen. Können aber auch das Ganze nehmen. Dann brauche ich gar nicht so viel Platz. Können quasi wieder mit dem Zweierkomplement addieren. Das heißt, ich würde einmal alles invertieren und eine 1 auf der letzten Stelle dazu setzen. Wir die hier oben mal weg. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, kommt dann an der Stelle 101 110 und das dann als Wert raus. Das heißt, wir hätten wieder vor unseren beiden Zahlen den Überlauf. Und können dann hier vorne abschneiden, die 0 würde dann auch richtigerweise rausfallen. Wir können das Ganze wieder einkürzen auf einen Wert von 8 Stellen und damit dann auch das Ergebnis angeben. So, nochmal ganz wichtig, ist jedem klar, warum wir die 127 da nochmal abziehen mussten? Ne, weil wir durch den Exponenten, die Addition der Exponenten in der Schreibweise zweimal addiert haben.
Das heißt, wir nehmen unser Vorzeichen von oben. Wir nehmen unseren ausgerechneten Exponenten. Und die vier Stellen unserer Mantisse. Und wären an der Stelle dann auch fertig. Das Letzte, was uns dann noch übrig bleibt, ist, wie wir mit einer Division umgehen. Gleiche Zahlenpaar. Auch hier müssen wir einmal uns dann wieder die Zahlen genau angucken. Was bedeutet das für uns mit den verschiedenen Werten? Ich mache das jetzt hier mit dem gleichen Zahlenpaar. Für die Hausaufgabe achtet darauf, welche Zahlen ihr in Aufgabenteil D habt, weil im Endeffekt ist es eine Division von Ergebnissen, die ihr schon habt. Das heißt, es sind eigentlich auch nur zwei Zahlen, die da wieder berechnet werden. Ihr müsst nur genau wissen, welche. So, das heißt, wir rechnen unsere Division. Das Einfache ist noch, sage ich mal, dass die Mantissen dividiert werden. Hier müsst ihr eben gucken, ob das einfach zu berechnen ist oder ob ihr gegebenenfalls eine schriftliche Division machen müsst. Dann wäre immer noch die Frage, ob eine Normierung gemacht werden muss. Hier entfällt sie. Und die wichtige Frage an euch jetzt: Was mache ich denn mit den Exponenten an dieser Stelle? Ich will eine Division mit Gleitkommazahlen machen. Und irgendwas muss ich mit den Exponenten tun. Genau, das ist der ganz der einfache Vorschlag, ja, subtrahieren. Ne, klingt erstmal logisch. Beim Multiplikation musste ich Exponenten addieren und genau das ist es hier auch, dass ich hier Exponenten dann subtrahieren kann. Ich nehme also meine erste Zahl. Subtrahiere meinen zweiten Exponenten davon. Und erhalte dann die wunderbare Zahl in unserem Beispiel 1. Hoppla, was ist denn jetzt passiert? Sieht ganz schön klein aus, der Exponent gerade, oder? Wahrscheinlich sind wir hier noch nicht fertig. Was ist passiert? Wer kann mir sagen, was uns jetzt hier gerade widerfahren ist, als wir unsere Exponenten subtrahiert haben? Überleg mal, was wir eben gemacht hatten mit den Exponenten und was da war. Ne, wir hatten hier Exponenten addiert und dann haben wir irgendwie das Problem gehabt, wir haben 127 zu viel hinzugefügt, weil wir das in Exzessdarstellung hatten. Das war falsche Ebene, dahin. Jetzt haben wir hier Exponenten subtrahiert. Aber wir haben irgendwie nicht nur Exponenten subtrahiert. Also wenn man mal von der Schreibweise so ein bisschen da sich löst. Also wir haben Exponenten subtrahiert und was haben wir auch noch subtrahiert? Ja, genau, jetzt haben wir einen Exzess zu wenig. Richtig. Sehr gut. Wir haben irgendwie unsere Exzessdarstellung auch wieder damit abgezogen. Das heißt, wir müssen einmal
127 dafür addieren. Ne, weil eigentlich wollten wir ja nur ein bisschen was abziehen. Und nicht irgendwie alles. Mach das jetzt mal hier mit dem Komplement, ergänze das Komplement dazu. Und dann kommen wir auf den Wert 1 mit 7 Nullen dahinter. So, jetzt sollten wir einmal überlegen, ob das Sinn ergibt, ob das irgendwie passen kann, was wir gemacht haben. Ja, und wenn das Ganze passt, dann dürfen wir es natürlich behalten. Also, das heißt, ne, nochmal, wir haben bei den Exponenten, wir wollten eigentlich nur, was hatten wir hier eigentlich? Wir haben die 127, 131, wollten die 100. 30 abziehen, haben stattdessen aber irgendwie mehr abgezogen, sodass wir nicht mehr in Exponentendarstellung waren, haben es deswegen wieder in Ex nicht mehr in Exzess-Darstellung waren, haben es deswegen durch die Addition wieder in Exzess-127 Darstellung gebracht. Und deswegen dürfen wir unser Ergebnis jetzt übertragen mit unserem Vorzeichen, unserem Exponenten. Und der Mantisse. Genau, wie gesagt, bei der Hausaufgabe müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr immer darauf achtet, dass ihr eine positive und eine negative Zahl habt. Überlegt euch, wenn ihr euch unsicher seid, wie passiert das Ganze eigentlich auch im Dezimalsystem. Das hilft eigentlich ganz gut, insbesondere auch für die Multiplikation. Für das Thema Addition, Subtraktion könnt ihr eben auch überlegen, ob ihr das dann mit Komplementrechnung machen wollt. Ihr müsst aber dann immer noch mal darauf achten, ob ihr gegebenenfalls das Ergebnis noch einmal umwandeln müsst. Ja, und was hier so ein bisschen zwischendurch angeklungen ist, ich muss gerade mal gucken, das hatten wir nicht hier, nicht hier. Das hatten wir hier in der Aufgabe. Kann uns passieren, dass wir ein Ergebnis bekommen, was zu lang ist. Das heißt, auch eben nicht nur auf die Normalisierung achten, sondern auf die Rundung achten. Und das Thema Rundung ist dann auch Teil von Aufgabe 2, wo es darum geht, zwei Zahlen zu nehmen, die unterschiedlich gerundet werden sollen während der Addition. Das heißt, wir haben zwei Gleitkommazahlen. In dem Beispiel für uns jetzt nehmen wir die 3,737 und die 9,9631. Das Ganze soll auf vier Nachkommastellen gerundet werden und zwar auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Einmal soll ganz am Ende gerundet werden und einmal sollen alle Zwischenergebnisse gerundet werden. So, wenn wir jetzt diese zwei Gleitkommazahlen haben, was müssen wir machen, wenn wir die addieren wollen? Was hatten wir da eben schon? Zwei Gleitkommazahlen, wir wollen sie addieren. Richtig, wir müssen den Exponenten anpassen. Das heißt, wir fangen einmal an. Welche Zahl ist kleiner? Ah ja, mal 10 hoch 2. Die erste ist kleiner. Das heißt, unser Exponent wird
Ja, unser Exponent wird größer, das heißt, mein Komma wird nach links verschoben, damit es die Zahl dann, die Mantisse halt kleiner wird, das Gesamtergebnis sich nicht verändert, der Gesamtwert gleich bleibt. Das heißt, unser angepasster Exponent ist 0,03737 mal 10 hoch 4. Wenn ich einmalige Rundung am Ende mache, dann akzeptiere ich das so, wie es ist, dann ist alles gut. Wenn ich die Rundung aller Zwischenergebnisse mache, dann müsste ich als allererstes runden jetzt. Und zwar auf 4 Nachkommastellen. Gerade mal gucken, was haben wir für die Hausaufgabe? Genau, für die Hausaufgabe haben wir auch 4 Nachkommastellen, beziehungsweise 2 für den Exponenten. Also 4 Nachkommastellen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben zu viel. Wir runden auf 0,0374. So, das ist das, was den Unterschied der beiden Aufgaben dann ausmacht, dass wir da eben gucken. Dann haben wir die Exponenten soweit erledigt. Was wäre der nächste Schritt, nachdem die Exponenten angepasst sind? Addition von Gleitkommazahlen. Erstens war Exponenten anpassen und dann. War das Addieren der Mantisse. Genau. Also, wir addieren Mantissen. 0,03737 im oberen Beispiel plus 9,9631. Gibt mir im oberen Beispiel das Ergebnis 10,00047. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wenn ich das Ganze mit der zwischendurch gerundeten Zahl mache. Bekomme ich als Ergebnis eine 10,0005 raus. So, oben haben wir einmalige Rundung am Ende. Das heißt, das Ergebnis lasse ich erstmal. Unten haben wir Rundung nach jedem Schritt. Das heißt, ich würde jetzt runden, sehe aber, das sind gerade zufällig nur 4 Nachkommastellen. Das heißt, Rundung hier nicht nötig. Mann, habe ich aber Glück gehabt. So, was würde ich dann als nächsten Schritt machen müssen? Ja, das Runden habe ich jetzt gerade geguckt. Also, ach so, du meinst oben. Ja, nee, bevor ich hier runde, noch eine andere Sache machen. Ich bin hier mit einem Gleitkomma-Format. Worauf muss ich achten, wenn ich Zahlen habe? Wie muss eine Zahl sein im Gleitkomma-Format? Genau, ich muss auf die Normalisierung achten. Das heißt, ich hätte jetzt als nächstes das Thema Normalisieren. Das heißt, ich will 1, vom Komma haben.
Wie lautet jetzt der Exponent hier oben? Das Komma einen nach links verschoben. Ah ja, der Exponent ist ein größer geworden. Okay, Entschuldigung. Ich wollte euch die Frage stellen und ich habe es einfach mitgetippt. So im Flow das Ganze. Sorry. Genau, also 1,00047 mal 10 hoch 5 im oberen Beispiel. Auch hier unten müssen wir das Ganze machen mit dem Normalisieren. Natürlich der gleiche Exponent. Und dann als letztes haben wir den Punkt, das, was wir unten bei jedem Schritt machen müssen, dass wir hier einmal nochmal runden. Eins Komma. Ne, wo sind wir hier? 1, 2, 3, 4. Also die letzte Stelle wird eine 1 mal 10 hoch 5. Und hier oben ist das quasi das, was wir erst als letztes machen. Das Runden ganz am Ende. Wir schauen uns das an. Wir haben 1, 2, 3, 4 Stellen, auf die wir runden. Wir gucken uns die nächste Stelle an. Das ist eine 4. Das heißt, hier wird abgerundet. Auf 0 mal 10 hoch 5. Und was fällt uns auf? Wir sind mit den gleichen beiden Zahlen gestartet. Zwei Gleitkommazahlen, die wir addiert haben. Ja, die Ergebnisse sind unterschiedlich. Zwar nur sehr klein auf der letzten Stelle hier, aber sie sind unterschiedlich. Das heißt, gut, kennen wir ja eigentlich auch aus verschiedenen anderen Rechnungen. Wenn wir anfangen zu runden, haben wir das Risiko, dass wir Genauigkeit verlieren. Und ja, für die Hausaufgabe sollt ihr dann quasi auch überlegen, welches Verfahren vorzuziehen ist. Oder ob es vielleicht sogar noch ein sinnvolleres Verfahren gibt als eines der beiden. Also das eine hier, was vorgeschlagen ist, ist, dass wir einmalig am Ende runden. Und das zweite ist, dass wir alle Zwischenergebnisse runden. So, und dann könnt ihr ja mal überlegen, wann hat welches von den beiden Vorteile. Müssen wir immer alles machen? Gibt es vielleicht irgendwo ein Zwischending? Das solltet ihr euch dann eben in Aufgabe C ein wenig überlegen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns Aufgabe 5.3 einmal an. Werde ich jetzt gleich nicht so viel schreiben, weil das mehr wieder so eine Denkaufgabe zum großen Teil auch ist. Hat immer noch mit Gleitkommazahlen zu tun und ja, ein wenig mit der Problematik. So viel kann ich ja, glaube ich, schon mal verraten, was passiert, wenn wir halt eben so, ne, diese kleinen Unterschiede, die irgendwo auftauchen. Habe ich ja nochmal den Programmtext mitgebracht, den es dafür gibt. Wir haben ein Programm, was irgendwie, ja, was sagt die Aufgabenbeschreibung an der Stelle, um zu untersuchen, wie sich Rundungsfehler bei der Gleitkomma-Arithmetik auswirken, betrachten wir folgendes Programm, das in einer Schleife immer wieder den Wert 0,1, der sich in binärer Gleitkomma-Darstellung ja nicht exakt darstellen lässt, aufaddiert. Ja, also das heißt, der Aufgabentext gibt uns schon relativ guten Hinweis, was das Programm vielleicht eigentlich machen soll. Weil wir also in Aufgabe 3a heißt es, was erwarten wir ungefähr als Aufgabewert und grob beschreiben, was das Programm tut. Und Aufgabe Teil B, was passiert tatsächlich? Also allein schon durch die Fragestellung, wenn ihr eine Aufgabe habt vom Typ her und da ist einmal eine Frage, beschreiben Sie kurz, was etwas tut.
Oder die nächste Teilaufgabe ist, was passiert tatsächlich? Dann wisst ihr schon, da ist wahrscheinlich irgendwas, was unterschiedlich ist. Wir gucken mal ein bisschen uns den Aufgabentext an. Nicht den Aufgabentext, den Quelltext des Programms kurz an. Hier oben, Public Class. Okay, das ist irgendwie eine Klassendeklaration. Das hattet ihr jetzt, glaube ich, auch in SE soweit. Hoffe ich jedenfalls. Dann haben wir hier noch noch den Rest vom Methodenkopf. Vielleicht mal eine kurze Frage. Void, was ist Void? Wisst ihr, was Void ist? Oder wisst ihr, was an der Stelle steht in einem Methodenkopf? Das nächste, was ich ja habe hier, Main, ist ja, an der Stelle steht ja der Name einer Methode. Oder der Methodenname. Was steht davor? Der Typ, ja genau, der Rückgabetyp oder Rückgabe, also der Typ eines möglichen Rückgabewertes einer Methode. Das steht davor. Wobei Void heißt, dass es keinen Rückgabewert gibt in der Methode. Also häufig genug kennt ihr es irgendwie mit Public Int, Public, ja, Public Double, Public String. Ah, das sind verschiedene Rückgabetypen. Hier also Void haben wir keine. String Arg sagt uns einfach nur, dass es irgendwie Argumente gibt. Das ist da nicht so relevant. Dann haben wir hier eine Summe. Calculate the sum of 1e9 unprecise numbers. Also das heißt ein Methoden, ja, kurz ein Kommentar im Quelltext, den wir haben, dass hier irgendwie eine Summe berechnet werden soll von 1 mal 10 hoch 9 Zahlen. Wir haben int n gleich 0. Wir haben float sum. Wir haben float limit gleich 1.0 e8f. Erstmal hier so die drei Sachen. Was ist das hier an der Stelle? Int n, float sum, float limit. N, sum und limit. Was ist das? Genau, das sind Variablen. Ja. Ja, also so kann man sich so einen Quelltext so langsam mal erschließen. Die haben Variablen, die verschiedene Typen haben. Das erste ist ein Integer, also Ganzzahlen. Dann haben wir Float, Fließkommazahlen oder Gleitkommazahlen. Das gilt für Sum und das gilt für Limit. Und Limit wird auch gleich mit einem Wert initialisiert, nämlich 1,0 mal 10 hoch 8. Und das F ist dann nur ein Hinweis, dass dieser Wert, dass das ein Float-Wert ist. Nicht irgendwas anderes. Also eine Fließkommazahl. So, als nächstes haben wir hier ein For. Okay, das heißt, wir kriegen hier, wissen, dass wir hier irgendwie mit durch eine Schleife laufen. Und eine For-Schleife besteht aus drei Teilen. Der erste Teil Sum gleich 0. Dann Sum kleiner Limit und Sum plus gleich 0,1. Was sagt uns das denn grob? Was sind die Sachen, die wir hier drin stehen haben in der bei einer Vorschleife. Vielleicht das Einfachste, wofür nutzen wir dieses Sum kleiner Limit? Ach, genau. Genau, richtig. Wir haben eine Schleife, die wird initialisiert mit 0 und dann läuft sie durch. Solange Sum noch kleiner Limit ist. Und addiert bei jedem Durchlauf immer 0,1 auf Sum. Das heißt, Sum ist nach dem ersten Durchlauf 0,1, nach dem zweiten Wert Durchlauf wahrscheinlich dann 0,2 und so weiter.
Und wir haben unser Limit. Das heißt, irgendwann, wenn wir bei 1,0 mal 10 hoch 8 sind als Wert für Sum oder größer, dann wird die Vorschleife abbrechen. Wir haben ja noch ein N. Hatten wir gesehen, das ist irgendwie ein Integer. Das ist jetzt ja relativ einfach. N plus plus. Was wird hier einfach gemacht? Jedes Mal, wenn wir durch die Schleife durchlaufen. Genau, n gleich n plus 1. Das ist eigentlich eine verkürzte Schreibweise, nur dafür, dass das n jedes Mal um 1 inkrementiert wird. Und dann gibt es hier noch System out println. Sum is sum plus compared to bla. Okay, also das heißt, hier wird nochmal was ausgegeben an Text, und zwar einmal sum. Das heißt, das, was wir hier jede Runde addieren, und das verglichen mit 0,1 mal n, also der Anzahl der Schleifendurchläufe. Das, was hier zwischendrin auskommentiert ist, ist nochmal n modulo ein relativ großer Wert, n gleich gleich 0, und soll im Endeffekt da auch nochmal helfen, zu gucken, was passiert, während das Ganze durchläuft. Ja. So, was würden wir nach dem ersten, machen wir es mal erstmal einfach, was würden wir erwarten, was dieses Programm nach dem ersten Durchlauf einmal die Schleife durch ausgeben würde, wenn die Schleife nur einmal durchläuft? Genau eins, ein einziges Mal. Was gibt die Schleife dann aus? Sum ist 0,1, genau, Sum wird mit 0,1 addiert, compared to n, also n plus plus einmal 0,1. Also wir laufen eigentlich relativ einfach, dass wir einmal sehen, wir kriegen angezeigt, Sum hat einen Wert und n mal 0,1 hat einen Wert. Wenn ihr euch jetzt gerade daran erinnert, dass wir eben davor diese Aufgabe hatten mit zwei Gleitkommazahlen addieren und dass durch Rundung da was Unterschiedliches bei rauskommt, dann können wir vielleicht schon erahnen, dass hier auch irgendwie nicht alles so ganz sauber läuft. Außerdem gibt es ja dann noch den Punkt mit, wie genau können Gleitkommazahlen überhaupt dargestellt werden? Also nur nochmal zur Erinnerung. Wenn ich Zahlen habe, also wenn ich hier irgendwo meine 0 habe, meinen Wert 0, auf einem Zahlenstrahl, dann gibt es, jetzt mal sehr vereinfacht dargestellt, gibt es eben Werte, die ich darstellen kann mit Gleitkommazahlen. Abhängig davon, wie meine Mantisse und mein Exponent gewählt sind, also wie groß die jeweils sind, wie viele Stellen ich dafür zur Verfügung habe. Und es sind aber ja nur Punkte auf dem Zahlenstrahl. Also es gibt Zahlen, die ich da einfach nicht mit darstellen kann. Und ich sag mal etwas sehr vereinfacht gesagt, je weiter ich dann irgendwie weggehe vom Nullpunkt, desto mehr habe ich dann auch das Problem, dass es da einfach Lücken gibt von Zahlen, die ich nicht darstellen kann. Ja, das heißt, da wo ich jetzt, wenn ich jetzt hier eine Zahl habe und die schwarzen Punkte hier, meine Verteilung von Gleitkommazahlen mit einer bestimmten Stellenanzahl für Mantisse und Exponent beschreibt, dann würde eine Zahl, die eigentlich hier an der Stelle liegt, wo der lilane Pfeil hinzeigt, die würde nicht dargestellt werden können. Und das ist so eine Problematik, die ja in unseren Aufgabentext, oder?
Nee, da oben hin, in unseren Aufgabentext dann vielleicht auch so ein bisschen reinspielt. Ja, also wenn ich nämlich immer weiter Zahlen addiere, könnte es ja sein, dass ich irgendwann auf Zahlen komme, die ich gerade nicht so darstellen kann. So viel mal als kleiner Hinweis. Überlegt euch also, welchen Unterschied das Ganze da machen könnte. Ihr könnt gegebenenfalls das Programm auch eben im Kleinen bei euch einmal ausführen, wenn ihr wollt. Dafür wäre dann halt das hilfreich, das hier auszukommentieren. Vielleicht seht ihr aber eben auch so schon das Problem mit den, ja, dass 0,1 ein kleiner Wert ist und irgendwann, wenn wir sehr viel addieren, wir vielleicht nicht mehr weiterkommen. Und dann könnte es passieren, dass so eine Schleife seine Abbruchbedingung nicht erfüllt. Das habe ich jetzt aber nicht laut gesagt, sondern nur leise. Und deswegen heißt es ja auch in Aufgabenteil 3c, ihr sollt das Programm so umschreiben, dass es den ursprünglich angedachten Zweck erfüllt. Das heißt, ihr solltet, so viel gibt es ja hier gar nicht, was ihr anpassen könnt, ihr solltet überlegen, wenn eine bestimmte Anzahl von Anzahl mal 0,1 addiert werden soll, dann müsst ihr überlegen, wie könnt ihr sicherstellen, dass zum richtigen Zeitpunkt diese Schleife dann auch stoppt, dass die dann ihre Abbruchbedingung erfüllt. Und das ist das, was ihr dann da kurz überlegen sollt. Also gar nicht viel, gar nicht groß, sondern einmal nur überlegen, wie kriegt ihr das hin, dass eure Schleife sauber auch sich beendet. Mehr kann ich an der Stelle jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich habe schon ein paar Zaunpfahl dazugegeben. Damit würde ich zu Aufgabe 5.4 gehen. 5.4 habt ihr einen Text mithilfe von einer Zeichensatzkodierung kodiert bekommen. Ja, also das sind irgendwie immer so Zweierpaare, Zahlen und/oder Buchstaben. Und es gibt eine Tabelle in den Vorlesungsfolien für Text nach ISO 8859-1. Ich habe die mal hier rechts daneben gepackt. Und eure Aufgabe ist, diesen Text einfach einmal zu entschlüsseln. Um diesen zu entschlüsseln, geht man immer ein Zweierpaar durch. Und wenn wir jetzt das Zweierpaar 53 haben, dann würde ich gucken in der Tabelle. Das erste Zeichen gibt mir an, was die erste Stelle ist, also in welcher Zeile muss ich nachgucken. Und das zweite Zeichen gibt mir an, in welcher Spalte muss ich nachgucken. Also wenn ich hier 5, 3 oder 53 habe, welches Zeichen lese ich dann hier aus meiner Tabelle dazu ab? Das erste gibt die Zeile, genau. Da kommt ein großes S raus, denn ich gehe in die fünfte Zeile und gehe hier in die Spalte mit 3 am Ende. Das heißt, das wäre ein großes S. Was wäre die 74? Das ist ein kleines T, genau. Also siebte Zeile und dahin, wo die 4 ist. Dann 2e. Knapp daneben. Genau, 2e ist ein Punkt. Da sind wir nämlich hier hinten. Aber ich weiß nicht, ist vielleicht für euch die Tabelle auch schwerer zu erkennen hier in dem Ganzen.
Machen wir die Auswahl größer. So, dann ST Punkt haben wir. So, 0a. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Wer sieht, was 0a ist? Ja, ist in dem hier oben nicht belegt, weil da kein Zeichen im eigentlichen Sinn dahinter ist, sondern ein Steuerzeichen. Und die Steuerzeichen habe ich hier mal darunter unten angefügt. Es gibt, oder ein Teil der Steuerzeichen, ich habe jetzt nicht alles, ich habe es nur mal die beiden relevanten für die Aufgabe mit angefügt. Und ist auch schon richtig gesehen worden, 0a steht für LF. Ich erkläre gleich, wo das herkommt oder wofür das steht. Und es gibt auch noch 0D, das steht für CR. So, ich mache jetzt einmal kurz die anderen. Es wäre jetzt gemein, die für die Hausaufgabe zu überlassen. Also, das ist dann großes E, zwei kleine Ls, ein I, N, G, E und ein N. Also im Endeffekt Sankt Ellingen. Und der Text, wie er aber eigentlich ausgegeben wird, wenn ich da tatsächlich einen Text damit kodiere, sieht dann folgendermaßen aus. Ich hätte in einer Zeile ST Punkt und in der nächsten Zeile hätte ich dann Ellingen. Ja, das heißt, unser Text wird in zwei Zeilen umgebrochen. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen, was das Steuerzeichen LF dann eigentlich heißt. Das ist nämlich, oder? Habt ihr vielleicht mal irgendwo schon mal gesehen in manchen Quelltexten, ist eigentlich ein Backslash N, was sich dann eigentlich mit so dahinter verfügt. Also unser Zeilenumbruch es gibt auch CR, das auch mit in den Zeilenumbruch reinspielt und zwar hängt das davon ab, auf was für einem System das Ganze geschrieben und kodiert wurde. Es gibt einmal die Variante, dass wir 0, was ist die falsche Farbe? Dass wir hier 0D, 0A haben. Ich bitte das sehr hässlich geschriebene D zu entschuldigen. 0D, 0A, das ist ein unter einem Windows-System geschriebener Text. Und das Zweite, was wir haben können, ist, dass wir bei einem Text ein 0a nur stehen haben. Das heißt, dass es ein unter einem Linux- oder Unix-System geschriebenem Text ist. Also halt Linux, verschiedene Distributionen, Debian, Ubuntu, Arch Linux und so weiter und so weiter. Oder auch diverse Unix-basierte Mac-Systeme müssten auch mit runterfallen. So, das heißt, ich kann mir einen Text angucken, der in ISO 8859-1 kodiert wurde. Und wenn ich sehe, da wird für einen Zeilenumbruch 0D 0A verwendet, dann ist es unter Windows geschrieben. Wenn ich sehe, dass es ein 0A verwendet, dann ist es unter Linux Unix geschrieben. Könnt ihr sagen, womit unser Text hier geschrieben wurde, den wir haben? Unter welchem System wurde das Ganze geschrieben?
Unser schönes St. Ellingen hier ist in dem Fall auf einem Linux- oder Unix-Rechner geschrieben worden. Richtig. So, und wenn ihr euch jetzt noch die Frage stellt, wo kommt denn jetzt eigentlich dieses CR oder LF her? Weiß das jemand zufällig von euch? Warum heißt das eigentlich gerade LF und CR? Ja, das ist, sag ich mal, genauso eine schöne Sache wie, wie das Speichernsymbol heutzutage. Es stammt aus alten Zeiten, wird heute immer noch verwendet, aber man kommt damit nicht mehr in Berührung und vielleicht kennt man auch teilweise es gar nicht. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch zum Beispiel mit Disketten zu tun hattet, was ja der Grund ist, warum das Speichersymbol überhaupt so ein Diskettensymbol häufig ist. In vielen, vielen Programmen, wenn es noch ein Symbol ist, oder in älteren Programmen auch, weil man früher halt auf Disketten gespeichert hat. Und sowas Ähnliches haben wir hier auch vorliegen. Also eigentlich eine ganz alte Sache aus alter Zeit. Wir stellen uns mal vor, wir haben hier ein Blatt, was in eine Schreibmaschine eingespannt ist. Eine schöne alte Schreibmaschine. Eine Schreibmaschine hat außerdem so einen kleinen Kopf. Das ist da, wo die Schreibmaschine den Buchstaben anschlägt auf das Blatt. Das ist dann an der Stelle. Und das Ganze ist auf einer Schiene. So. Ja, und das Blatt wird hier langsam nach oben immer weiter, dann ja, kommt das ja nachher dann durch. Aber grundsätzlich ist erstmal hier eingespannt in die Schreibmaschine. Man hat hier den Knopf, Kopf, wo man den Buchstaben einschlägt. Und mit jedem Einschlag, den man macht mit dem Buchstaben, geht dieser Kopf ein Stück nach rechts weiter, weil man ja quasi den nächsten Buchstaben rechts daneben immer setzt. Und dann kann es aber ja irgendwann sein, dass man so weit ist und sagt, oh, jetzt will ich ja in die nächste Zeile kommen. Und um das zu machen, gibt es bei den alten Schreibmaschinen, also insbesondere den händischen Schreibmaschinen, zwei Sachen, die man tut. Das eine ist, man hebt einen langen Hebel einmal zur Seite. Der sorgt dafür, dass dieser Wagen hier, ja, der wird auch Wagen genannt, nach links an den Anfang wieder zurückgeht, an die erste Stelle, wo ich überhaupt einen Buchstaben schreiben kann. Das ist Carriage Return, also ne, der Wagen geht zurück nach vorne am Anfang. Da kommt das CR her. Carriage Return. Ab nach links, ganz an den Anfang. Und dann wird quasi das Rad ein weitergedreht, was man rechts an der Schreibmaschine hat, und das Rad, das Blatt dadurch einmal eine Zeile nach oben verschoben und der Wagen damit einen weiter unten. Und da kommt das LF her. Das LF steht nämlich für Line Feed. Also im Endeffekt, ja, wenn man Zeilenvorschub oder sowas. So, vielleicht könnt ihr euch damit ein bisschen besser merken. Dieses CRLF, wenn es euch mal wieder über den Weg läuft. Ganz relevant ist für euch eigentlich nur zu wissen, dass damit ein Zeilenumbruch erzeugt wird heutzutage. Und ihr daran erkennen könnt, auf welchem System ein Text kodiert wurde, wenn wir über ISO 8859-1-Kodierung reden. Das ist übrigens auch der Grund, warum es bei ISO 8859-1-Kodierung unter Umständen problematisch sein kann, wenn man die unter den Systemen austauscht und dann einen Text, der unter Linux geschrieben wurde, unter Windows öffnet und sich dann wundert, warum da überhaupt keine Zeilenumbrüche drin sind und dies alles in einem einzelnen Text durchgehend geschrieben wurde, vielleicht noch irgendwelche komischen Sch Symbole dazwischen auftauchen. Das liegt einfach daran, dass Windows dann in dem Fall, nämlich genau hier dieser Teil des 0D fehlt, der Carriage Return Teil halt, den Linux halt nicht geschrieben hat, weil es den nicht braucht. Gut, damit haben wir eigentlich soweit alles durch. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen besser vorbereitet. Ihr habt natürlich immer noch selber ein bisschen was zu tun zum Nachdenken.
Und ja, wenn es keine akuten Fragen offen sind, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Und auch so, da das demnächst bestimmt wieder ansteht, wenn ihr mitkriegt, dass ihr irgendwann demnächst mal Mathe-Probeklausuren oder sowas schreibt und deswegen noch weniger als sonst auf dem Donnerstagabend dazukommen, schreibt mir gerne mal eine Nachricht. Dann kann ich das wenigstens einordnen. Genau, dann also eine schöne Woche und ja, vielleicht sieht man sich nächste Woche oder zu anderer Gelegenheit.